Hallo, ich bin jetzt wegen meines Jack ist ein Eis-Videos von etlichen von euch angesprochen, wie giftig oder wie gefährlich Eier denn jetzt nun wirklich sind. Und deswegen dachte ich, ich mache mal ein schnelles, kurzes Video, um euch ein bisschen was darüber zu erzählen. Wie immer gibt es etliche Meinungen dazu. Ihr kennt das ja, vier Tierärzte, fünf Meinungen. Und so ungefähr ist das auch mit den Eiern. Es gibt also das Lager, das sagt, niemals tierisches Eiweiß, sehr ungesund für den Vogel, weil es erhöht die Harnsäure, belastet die Ausscheidungsorgane und führt zu Gicht. Belastet die Ausscheidungsorgane kann zum Beispiel bedeuten, dass es dazu beiträgt, wenn die Tiere federzerstörendes Verhalten zeigen. Ja, das ist also das eine Lager. Das andere Lager sagt, naja, ab und zu schadet nichts. Ab und zu schadet nichts, also das bedeutet kleine Mengen, also nicht ein Ei pro Graupapagei pro Woche, sondern wirklich ein Krümelchen alle paar Monate mal. Ihr müsst auch immer diesen Realitätscheck machen, ne? Welche Mengen das sind. Also es wirkt halt immer so wenig, weil wir das natürlich immer im Vergleich zu uns selbst setzen. Wenn ich aber einem Graupapagei, der 500 Gramm wiegt, ein Ei gebe, ja, dann ist das so viel für mich als 50 Kilo Mensch, als ob ich 100 Eier in einem Schwung esse. Ja, ich meine, ja, das ist eine ganze Menge. Und das ist uns oft nicht so bewusst, weil unsere Papageien halt so klein sind im Vergleich zu uns und uns einfach nicht auffällt, dass was uns wie eine winzige Menge erscheint, für den Papagei eigentlich eine Riesenmenge ist. Ja, dann ist noch das Argument von wegen, ja, wenn man die pflanzlich ernährt, Vitamin B12 mangelt, kennt man ja von den Veganern her. Das ist richtig und das habe ich auch jetzt vor kurzem mit einer vogelkundigen Tierärztin mal ausdiskutiert und es gibt dazu leider keine Studien, aber es ist naheliegend, dass da ein Vitamin B12-Mangel passieren könnte, wenn wir unsere Papageien rein pflanzlich ernähren. Aber erstens, Eier haben nicht besonders viel Vitamin B12, also da ist man, glaube ich, bei Rinderleber am besten bedient. Wobei natürlich auch wieder fraglich ist, ob ich meinen Papagei jetzt unbedingt Rinderleber füttern muss. Und das andere ist, dass selbst bei den Menschen, die nicht vegan sind, also die sich allgemein ernähren, also mit Fleisch und allem drum und dran, da gibt es eine Untersuchung, dass ungefähr 39% der Bevölkerung trotzdem einen Vitamin B12-Mangel hat, weil sie das nicht vernünftig aufnehmen können mit ihrem Körper. Also wenn man diesbezüglich Bedenken hat und Vitamin B12, das ist ein kritisches Thema, dann sollte man das als Vitamin dazu füttern. Aber nicht über Eier versuchen abzudecken, weil das funktioniert einfach nicht. Okay? Also ich hoffe, ich habe damit dann die Fragen zu den Eiern, soweit es geht, beantwortet. Ah ja, und kurz zu Jack, da kamen auch ein paar Fragen. Jack hat diesen Stummelschnabel, weil ihm der Schnabel im Ei von den Eltern abgebissen wurde. Also die Eltern waren scheinbar super unerfahren und der Züchter hat dann gemerkt, dass das Ei da lag mit dem Loch drin, hat dann das Ei rausgenommen und vorsichtig aufgepopelt und ja, siehe da, darin lag also Jackylein. Ohne Schnabel und ohne Zehen. Ja, also der hat dabei auch zwei Zehen verloren bei der Aktion. Ja, der Züchter hat ihn dann eben mit der Hand aufgezogen und der Vogel hat es trotzdem überlebt. Was natürlich eine tolle Sache ist. Und ich meine, ihr kennt ja Jack, dem geht es seit vielen, vielen Jahren gut bei mir. Und nein, der Schnabel wächst nicht zurück, weil im Schnabel ist ein Knochen. Und wenn dieser Knochen abgekappt ist, dann kann er nicht mehr zurückwachsen. Einige von euch kennen ja auch Lizzie, ähnliches Thema. Da hat eben auch ein Züchter meinen Jack gesehen und sagte sich, oh, guck mal, ich habe ja hier auch so einen sitzen. Und dadurch habe ich Lizzie bekommen, weil Lizzie eben auch einen abgeschnittenen Schnabel hat. Und Lizzies Schnabel ist bei lange nicht so schlimm wie der von Jack, aber auch der wächst nicht zurück, weil eben dieser Knochen gekappt wurde. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen beantwortet und wenn nicht, dann postet hier unten rein und dann werde ich versuchen, in einem der nächsten Videos eure anderen Fragen zu beantworten. Bis dann, tschüss!